Servus und willkommen zurück bei Laser 4 2023. Jetzt fange ich mal an zu spielen. Ja, wir waren hier unten gewesen, alles Wird erkundet. schlecht. Jetzt gehen wir mal hoch, weil den Keller will ich noch nicht. Habe ich ein bisschen Bammel davor. Overati. Ach So, so, sieben sag! of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're done, before you go to sleep. Okay. Eigentlich ein cooles Haus. Ja, also wir haben beschlossen, wir werden jede Folge wechseln. Ja. Weil wir können ja hoffentlich nicht sterben. Ich hoffe es nicht. Dann kann ich nicht sterben. Ich hoffe es nicht. Notenblatt. Kam ein bisschen verzögert, oder? Hätte das eigentlich nicht, glaube ich, so bim bim machen müssen oder so? Hat der Ton gefehlt. Boah, ich hasse dieser Regen. Dieser Regen. Dieser Regen, ja. Diesen. Die Bibel. Glaube ich. Und da kam. Nee, das Kinderzimmer. Ne, will ich noch nicht hin. Das ist der Büro. Dann gehen wir mal ins Büro. Oh, das war doch wieder so gespaced. Ja, es war früher so gespaced, aber ich mache mir hier die Tür zu. Da steht noch mehr ins Hemd als ich. Was meinst du nur? Let me ask you one simple question. Gut. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Was sagt ihr? Das war, glaube ich, hier rattentechnisch irgendwas. Ja, ich schwör's. Aber du hast mehr Angst davor. Du bist über die Rattenfallen schon gefallen. Ich bitte dich. Wow, Stifte, Pinsel. Als Die nimmt er nicht Künstler. mit, oder was? Schlüssel? Einfach da, ey. Ohne. Das war was für das Das Bild ist mit, das oder? Bild. Große böse Wolf. Throw caption. Okay. Buch, den ich jetzt unsere Kinder auch nicht unbedingt zeige. Das Buch meinst du? Ja. Naja. Alter! Alter! Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Wie brutal. Sieht, ich lese, aber nicht unsere Kinder. Ne, ich würde es auch nicht lesen wollen. Das. I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Komm, veränder dich. Verändere Jetzt doch dich. noch nicht. Noch. Ach, ich dachte, ja, mitten im Schad. Oh, noch Schrank. Naja, ich weiß, habe schon gesehen, aber. Aufgeräumt. Alter. Die in die Fresse gehauen. Kinderzimmer, da gehst du erst hin rum. Gehen wir ins Dann ist Kind. noch Schlafzimmer. So. Alter, was ist das für ein Puppenkopf da oben? Das Gemälde, siehst du das? Das ist ja widerlich. Don't wake me up. Schatz, ich bin da. Wer noch?
Ja, was, das ist eine ganz andere Stimmung, wenn man selber spielt. Ach nee, wirklich? Schöner Ring. Das sieht aus wie so ein Stimmungsring von früher. Aus dem Kaugummi-Automat oder was? Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, she was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years, stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of his harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, there's more to performing music than enthusiasm and a pretty face. When asked if, after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, yes. We caught up with the star. Wow. Eine Geige. Cool, doch wenn nicht Gitarre. Das glaube ich dir sogar. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined the comment on the tragic events. Stimmt, sie wurde verbrannt, gell? Mhm. Und konnte nämlich spielen oder so. Mhm. Und depressiv. Genau. Und dann das arme Kind dabei. Die Parfümflasche. Und deswegen sind alle Spichel kaputt. Genau. Klingt logisch. Roller Bandage. Schatz, alles gut. Kannst du weitergucken? Komm gleich. Sein Stock. Sorry. Couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. Er hat immer andere Ausritt. Der alte Alki. Ich glaube, das Zimmer rechts komisch noch mehr drin. Also Kinderzimmer. Ah, natürlich, gehen wir. Und da war noch ein Zimmer rechts. Also gehen wir da Richtung Kinderzimmer. Ja, will ich jo. Und das ist noch ein Zimmer rechts. Ja, ich weiß. Bosch. Selber. Aber ein schönes Zimmer hat sie. Ich könnte nicht. Der Regen wäre mir zu laut. Ja, in dem Zimmer. Auch. Why pink? Oh, wie fies. Oh, das ist echt ey. Fies, ja. Ja, das ist echt fies. Oh. Mama traurig, Papa. Guck nur Blume und jetzt steht in der Mitte. Genau. Okay. Der Barbaro. Ach, voll Deibel. Das ist so widerlich. Ah. Guck mal bitte auf die Wirbel drauf. Steht da was? Nein, nein. Irgendwas mit Eat.
Daddy's here. Ich glaube, du musst runter. In das Zimmer mit dem Schlüssel, oder? Runde, gell? Ja. Oh Gott, was für eine Stimmung. Dieses Bild ist eklig. Psst! 3 Uhr. Ohne. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt beginnt der Albtraum. Kannst du dich aber bitte erst mal umgucken? Ja, mache ich, hab ich vor. Vielen Dank. No, this is private. Ihr Tagebuch, ne? No, this is private. Alter. Rette Füße. Ja, das sind die einzelnen Dinger, wo du dann finden musst. Ja. Ingredienzien für dieses Bild. Cooles Bild. War sie wahrscheinlich früher, ne? Vor dem Unfall. Get it right this time. Ja, mach's diesmal bitte richtig. Okay, bereit? Ich auch nicht. Hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Gucken wir noch links, bitte. Ist doch jetzt ein anderes Bild gewesen, oder? Ne, es war dieselbe. Ja. Entschuldigung. Gott. Nenn mich Schatz. Ne, dich nicht. Ich nenne dich nicht Gott. No, this is private. Oh nein, Entschuldigung. Ich wusste. Das ist so typisch. Ja, willst du wieder spielen? Hätte ich gerne. Links leid. Ja, ja, ich weiß. Warte jetzt noch 10 Minuten, bis die Folge rum ist und du nichts machen musst, oder was? Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern. Ihre Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Save the date. So. Da, echt? Ja, ja, ich guck mich gern um, bevor das ich... Das ist mir egal. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Die Unleserlich-Galerie. Just out of reach. Ja. Okay, also außer Reichweite. Hm? Also, unten hat gerade die Weste. Hm. Ein wenig außer Reichweite, alles klar. So, der Schrank kann schon noch. Let's go wild. Da geht doch gerade jemand. Green. Scheiß auf Oscar Wilde, Mensch! Was ist das Bild? Ist das ein toter Hass? Ih!
Ja, widerlich. Können wir sie alle an der Klatsche haben. Du kommst her. Ja, dann geht weiter. Du kommst her. Ja, was ist der neue Raum, Schätze? Aber ich will doch nicht weiter. Ja, du nicht, ich spiel doch. Okay. Aha! They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Das war doch das Bild von der Schriftstellerin, was die enthüllt hat. Aha. Ja, die schränkt nur die Spacken. Mhm. Das? Eine Burg. Mhm. Da steckt da ein. Oh, ah. Der erste Schritt ist der schwerste. Alter, was ist denn das? Dämon oder was? Eine. Eine Deibel. I can't remember the last time I wore these. The last time I could move freely. Ja, gut. Ja. Das ist blöd. Gerade zu der Zeit war die Prothese echt schlecht. Mhm. Das Bild hat was. Das finde ich eigentlich relativ schön. Ich denke, das ist ein Schlafzimmer. Kinderschuhe, oder? Mhm. Murillo oder so. Wie ein Messer. Und dann Spaten. Okay. Muss wieder raus. Ist ja nichts. Oder? Nur diese Truhe. Ja, aber die kann man nicht öffnen. Mit dem Fuß drin oder so, echte. Klar, wer hat nicht sagen, wo dir der Fuß irgendwo im Schreibtisch. Oh! Das ist ja ein Schrank, guck mal! Faszinierend, guck mal! Selbe Raum. Alles umgeschmissen, aber. Er. Der Schlüssel. Frage ist, will ich den haben? Was geht? Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Nicht schlecht. I'm not that round. Never forget. So. Was von da kam mal ja, weißt du? Den bekam du durch den Schrank. Jo, aber. Hä? Ja, der ist weg. Ja, guck nicht so. Bilder. Aha. Geht doch nicht um hier an der Wäsche. Alter. Uah. Die ganzen Porträts sind so ineinander gelaufen. Hm. Das ist ein relativ schönes Bild, finde ich. Relativ. Aber das gefällt mir am meisten. Obwohl. Nee. Guck mal,
mal bitte in den Sägespänehaufen, du auf dem Boden. Ey, es fällt da raus, ist doch klar. Ach, das ist Korn. Mhm. Die wird hingesaugt. Wie raus hier. Noch sehr beruhigend, ja. Der Elch schon immer gekotzt. Ist sie das? Keine Ahnung, kann sein. Relativ hübsch. Mhm. Alter, wie lang bluten der? Immer. Leck mir am Arsch, ey. Gar nicht erschrocken. Nee. Na, du Hübscher? Ne, Hübschi? Da steht was. Begrabene Hoffnung stirbt nie, das ist super. Aber ah. Never die hat noch was kaputt gelegt. I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Oh. Das Bild ist weg. Schatz, bist du's? In uns kann ja, glaube ich, nichts passieren, oder? Vom Prinzip her nicht, man kann nur erschrecken. Hallo? Alter, ich hasse diese Geräusche. Da ist dein Bild. Na, du? Professor Quirrell. Guck mal. Wenn du so hinguckst, denkst du, es wäre irgendwie so ein schwarzer Band. Oder irgendwas so ein Eingang. Guck. Uah, nix. Klingst du jetzt wieder ab, nur damit man nicht weiterlaufen muss. Alter, was für ein Geräusch. Oh, ist das. Huah! Red Face. Du Hübschi! Geh mal hoch. Du, der Wein läuft aus. Ziemlich rot, der Wein. War das früher A? Wie tollwütig. Down the rabbit hole. Sorry I haven't written in a while. I've been swarmed with work. I gotta tell you, your last letter was troubling, to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The Lady in Black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classics. Anyway, I'll keep looking. You just hang in there and focus on your work. I know you still have it in you. I believe in you. Kannst du das drehen? Warum nicht? Vorher nur. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn eine Falltür aufgegangen wäre. Tot. Mal. Sie wird dich zerbrechen. Du kannst die nicht bekämpfen. Dieses blöde Bild. Ja, geh mal da rein. Unter dem Turban ist Voldemort. Ja, ja. Das ist ihr Haus. Ah, Home Sweet Home. Was, Loser? Look closer. Der hat echt ein Rattenproblem, der Mann. Imaginäre Ratten. Ne, haben wir noch nicht. Warte mal.
Nee. Ja, save the date. Hochzeitsdatum. Was war das? 14. Juni. 14. Juni. Glaube ich. Juni oder Juli? Nicht. Sehr schön. Bitte weiter so. Vier. Neun. Oh, Scheiße, was war denn das jetzt? Don't be scared. It's just a book, Birdie. Die Motten zu den Flammen. Motten ins Licht. Also. 4, 6, 9. 9, 6, gell? Mhm. 694. Ja. Also der Furz der Daddy ist mal. Nimm den Schlüssel. Ja, Schatz. So, aber ich würde mal sagen, wie wir es da rausgehen und in den nächsten Raum gehen, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr uns zugeguckt habt, wie wir uns erschrocken haben. Das war sehr schön. Danke und tschüss. Ciao.